Ich habe eine Vision gekriegt, dass es eine Zeit kommen wird auf der Erde, wo sowieso das ganze Hab und Gut auf einmal hops geht, die Menschen mitkriegen, okay, ich habe hier für eine Illusion gelebt und sich erstmal alles auflöst und sie alles zurücklassen und sie anfangen zu wandern. Lucifer hat ja nicht irgendwie irgendwas gemacht. Er hat ja einen göttlichen Auftrag bekommen. Das heißt, er hat etwas umgesetzt, wo das Göttliche gewollt hat, dass es geschieht. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein Licht jenseits der Dualität. Dieses Licht hat aber nichts mehr mit Licht und Schatten zu tun. Und da ist es dann so, dass jede Dunkelheit oder jede tiefere Schwingung eigentlich aufgelöst ist. Man könnte wirklich sagen, dass die Besten aus allen Zeitaltern jetzt gerade wieder gegenwärtig hier inkarniert sind. Viele davon noch sehr off-road, aber irgendwann wird die Seele das Licht anschalten. Und das sehe ich auch irgendwann kommen, dass wenn diese Strukturen hier auseinanderfallen, dass überall in den deutschen Landen Bewegungen losgetreten werden von autarkem Leben, von etwas, wo man sich nur noch in die Augen schaut und sieht, okay, du bist in dem Strom drin. Und es wird einfach immer klarer, dass du ein universelles, geistig-göttliches Wesen bist, was sich so oft schon verkörpert hat, was alles bereits erfahren hat, dass du so viel bereits kennst und so viele Fähigkeiten bereits hast. Und dann durchschreitest du einfach dieses begrenzte Bewusstsein, in das du gegenwärtig inkarniert bist. Hey, hallo zusammen, hallo unsere lieben Brüder und Schwestern da draußen. Mein Name ist Felix van Frieden. Herzlich willkommen bei Neue Perspektiven. Mein Gast heute Robin Kaiser, Buchautor, Seminarleiter und Wegbereiter für die neue Zeit. Herzlich willkommen, Robin, schön, dich wiederzusehen. Ja, danke. Schön, dich wiederzusehen. Robin, es ist viel passiert in dem letzten Jahr oder seit dem letzten einem Jahr und einem Monat, seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben, auch hier im Interview auf YouTube. Wie geht's dir gerade aktuell und wie nimmst du die Zeitqualität jetzt gerade wahr? Ja. Es ist höchst beschleunigt. Also es fühlt sich sehr nach Achterbahnfahrt an. Der Wechsel zwischen ganz, ganz hohen Bewusstseinsschwingungen und dann wieder das ganz, ganz tiefirdische, wo existenzielle Themen aufgerissen werden, wo Verlustthemen hochkommen. Und in diesem Wechselbad der Gefühle, ja, fühle ich mich wie fast schon als Beobachter. Ich habe das Gefühl, mein Leben wird gelebt und ich bin auch irgendwie dabei. Und das Ganze in einer Geschwindigkeit, wo ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist zum Teil. Also ich kann immer mehr nur einfach die Zügel loslassen, mich führen lassen, weil ich mit der Geschwindigkeit der Zeit und der Entwicklung, in welche Räume es mich zum Teil reinkatapultiert, überhaupt nicht mehr selber mitkommen kann. Ja, bei dir ist es auch sehr, sehr krass, diese Gegensätze. Einerseits bist du ja sehr aktiv im Seminargeschäft. Ich meine, du bist ständig unterwegs. Ihr kriegt das ja ein bisschen mit. Also, du bist dann überall und fährst mit deinem Van durch die Gegend. Und andererseits wirklich diese Ruhephasen, diese Rückzugsorte und dann diese ganzen Räume. Also, du hast ja dieses Buch geschrieben, Räume der Schöpfung, was da alles ist und was da alles für Informationen zukommen. Wie ist deine Methode überhaupt, ja, damit klarzukommen oder wann verarbeitest du das alles, diese ganzen Informationen, die da kommen? Ja, also ich wechsle ja überhaupt nicht so viel die Räume. Wenn ich irgendwo anders hingehe, bin ich ja immer noch an dem gleichen Ort in mir. Und dadurch verändert sich gar nicht so viel. Es kommen zwar von außen, wenn ich unterwegs bin, viele Impulse, aber das, was mich wirklich beschäftigt, ist ja das geistige Reisen. Und es ist egal, wo ich bin. Ich hole zwar von überall Impulse, Inspirationen rein, aber
Wenn ich mein Bewusstsein nicht verändere, dann ist es egal, wo ich hingehe auf dieser Welt, ich bin nicht an einem anderen Ort. Veränderung kann wirklich nur dann stattfinden, wenn ich im Bewusstsein an einen anderen Ort komme. Und viele Menschen haben so die Hoffnung, sie gehen dort und dorthin, aber sie nehmen sich ja immer überall mit. Und dadurch, dass ich mich und meine geistigen Räume immer präsent habe, wo auch immer ich gerade bin, organisiert sich das wie von selbst. Also ich habe das Gefühl, dass je mehr ich loslasse, je weniger ich mich einmische in die Zahnräder des höheren Bewusstseins, was ich so mitkriege, was quasi über mir alles stattfindet, desto freier kann das einfach walten und schalten. Und dann sagt es halt, okay, jetzt hier lang, jetzt dort lang, jetzt den Impuls folgen. Und dann wird es auch immer präziser. Es kommen immer mehr Synchronizitäten. Und ja, es ist nicht mehr so dieses Gefühl von, ich gehe meinen Weg und ich lebe mein Leben, sondern es fühlt sich viel mehr danach an, das Leben ruft mich auf meinen Schicksalspfad, den ich immer wieder dankend annehme, aber es gibt keine Abweichung mehr davon oder immer weniger. Und sobald ich abweiche, kriege ich sofort den Spiegel, hey, du hast deinen Weg verlassen. Das geht gerade rasant schnell, dass sobald man irgendwie nur einen einzelnen Gedanken denkt, der einen aus der Mitte bringt, aus seinem Schicksalsweg, dann haut es einem das nur so um die Ohren. Ja, das ist mitunter finde ich sehr, sehr hart auch manchmal. Ich habe das immer noch in Erinnerung, wie damals, als wir jung waren, auch, da konnte man sich noch vieles erlauben. Man hat noch irgendwie so am Wochenende sich gehen lassen können und am nächsten Tag war alles noch in Ordnung. Und heute ist es so, ja, so Kleinigkeiten haben schon Konsequenzen. Das ist auch auf eine Art, finde ich, da werden wir wirklich gefordert. Wenn wir jetzt diesen Weg gehen und wenn wir uns entschieden haben, und ich habe auch das Gefühl, wie siehst du das, dass wenn wir uns entschieden haben für eine Sache, dass uns dann das Universum noch härter rannimmt. Kannst du das irgendwie bestätigen? Natürlich werden wir getestet anhand dem, was wir sagen, was wir sprechen und auch dem, was wir denken. Und wenn wir die Entscheidung treffen für den Bewusstwerdungsweg, dann wird uns natürlich das Leben die Herausforderungen und Tests schicken, die dann, an denen dann gemessen wird, meinst du es wirklich ernst mit dem, was du gesagt hast? So, das ist ja etwas, was wir uns selber, ich möchte sagen, von einer höheren Ebene installieren als Tests, um zu schauen, wie ernst meinen wir es mit unserem Weg. Und wenn es dann so ist, dass wir merken, okay, das Commitment ist doch nicht so da, dann lässt das Leben wieder ein bisschen die Zügel los und dann kann man auch wieder so ein bisschen vor sich hin plätschern in seinem Leben. Aber wenn man es wirklich ernst meint und dann wird das Leben wirklich alles daran setzen, die letzten Hebel noch in Bewegung zu bringen, dass du wirklich nichts anderes mehr gehen kannst als den Weg, für den du bestimmt bist. Ja, das ist sehr, sehr schön auch vom Leben, dass es uns da so hilft. Ne? In den Situationen ist das manchmal eine Herausforderung. Aber es ist ja wirklich so, du hast es gesagt, das Leben, für das wir bestimmt sind. Also ich denke da immer an den Raum so vor der Inkarnation, dass wir da noch wirklich so reiner Geist waren und uns selber oder ohne den Körper, diese ganzen materiellen Dinge hatten wir gar nicht. Wir waren noch so frei, wie wir halt sein können als Wesen. Und haben uns dann vorgenommen, hier irgendwas zu machen. Und jetzt geht es so irgendwo auch immer wieder darum, uns zurückzuerinnern, was könnte das gewesen sein, diese Verbindung zu uns selbst, halt, wenn wir als frei. Das ist ja auch viel, eine unglaubliche Aufgabe. Wie wirst du das in deinen Worten beschreiben, diesen Zustand, dass wir wirklich diesen Seelenplan, unseren eigenen Plan leben? Wie wichtig ist das? Oder wie können wir jetzt gerade das noch intensiver machen? Ja, also die meisten Menschen dümpeln ja mit ihrem Leben so vor sich hin, weil sie nicht ganz genau wissen, wer sie sind und wofür sie hergekommen sind.
Und es hat auch was damit zu tun, dass sie halt nicht mehr in Kommunikation sind mit höheren Ebenen ihrer selbst, weil sie sich davon abgeschnitten haben. Beziehungsweise ganz abschneiden geht ja nie, sondern sie haben den bewussten Zugang, die bewusste Kommunikation verloren. Und dann führt es halt dazu, dass das Leben, also dass wir durch Erfahrungen lernen, dass das Leben uns in genau das reinführt, wo wir gesagt haben, das wollen wir erleben. Aber je mehr wir es lernen, die Ebene, die seelische Ebene wieder wahrzunehmen, damit zu kommunizieren und uns dann aus dem Irdischen so zu entscheiden, wie die Seele für uns entscheiden würde, dann lässt die Seele uns natürlich immer mehr Freiraum. Dann kriegen wir immer mehr mit, wofür wir hergekommen sind. Aber ich möchte sagen, je unbewusster wir werden, desto mehr Entscheidungen werden von der Seelenebene für uns in unser Leben getroffen. Und dann fühlt es sich so an, dass wir vom Leben in Situationen geworfen werden, die wir uns gar nicht manifestiert haben, scheinbar, weil sie nicht von dieser Ebene kommen, weil die Seele das als Lerninstallation reingesetzt hat, weil sie gemerkt hat, okay, irgendwie mein inkarnierter Erfahrungsträger weiß nicht so richtig, worum es gerade im Leben geht. Ich helfe mal ein bisschen auf die Sprünge. Und das sind meistens die Momente, wo es dann ein bisschen knackt und knirscht und manchmal auch schmerzhaft werden kann. Cooles Wort, inkarnierter Erfahrungsträger. Ja, manchmal müssen wir uns einfach wieder bewusst werden, wer wir eigentlich sind, naja, und dass das nicht alles ist hier. Also, ich habe mir jetzt nochmal deine letzten Beiträge angehört. Ich finde es unglaublich, was da alles an Informationen rauskommt und auch, da, wie sich das deckt mit den Informationen, die die großen Propheten oder großen Meister schon gegeben haben, an welchem Punkt wir uns jetzt gerade befinden. Im Universum oder überhaupt in der Zeit oder was für Möglichkeiten sind. Und ich finde es so spannend, wie du gesagt hast, jetzt ist ein Punkt, wo ein Zeitalter endet, aber das heißt nicht, dass wir direkt ins Neue übergehen, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in ganz viele unterschiedliche Wege zu gehen. Jetzt trennt sich wirklich etwas. Du hast gesagt, wir können direkt zum göttlichen Ursprung gehen, direkt in die göttliche Matrix reingehen. Aber auch in die, du hast gesagt, die luziferische Matrix, in die satanische Matrix oder noch tiefer in diese digitale Gefangenschaft reingehen. Wie würdest du wirklich sagen, wo stehen wir jetzt gerade? Also wie bedeutend ist das? Und du hast auch gesagt, das will ich noch kurz hinzufügen, dass man, wenn man sich jetzt einmal entschieden hat, sozusagen für eine neue Zeitlinie, ein neues Universum, dann bleibt man da erstmal auch drin. Dann kommt man da nicht mehr so leicht raus. So diesen Zustand wie jetzt, dass wir wechseln können, dass wir die Möglichkeit haben, die besteht nicht immer. Ja, es ist gerade so, dass dieses Zeitfenster offen ist, in ganz verschiedene unterschiedliche Räume reinzugehen. Wenn wir dann wieder im Strom eines ganz bestimmten Zeitalters sind, dann ist es schwierig. Und was wir vielleicht erstmal uns daran erinnern dürfen, ist, dass wir auf einem Planeten sind, wo ganz, ganz viele Wesen herkommen, um die Seite zu wechseln, um von zwielichtigen, dunklen Bereichen in die lichte Bereiche zu wechseln. Also ganz, ganz viele Wesen fühlen sich angezogen auf diesem Planeten, die vorher eher in dunkleren Sphären gewesen sind, aber den innersten Seelenwunsch haben, die Seiten zu wechseln, zur göttlichen Schöpfung. Und die merken gerade, dass sie hier die Möglichkeit bekommen, große Transformationsarbeit zu tun. Also, das habe ich früher in anderen Kontexten als Läuterungsplanet bezeichnet. Also, wir sind wirklich, und es hat nicht so sehr was mit Gaia selbst zu tun, sondern mit der Zeitqualität, das Zeitfenster. Es ist wie ein Portal, eine Öffnung, um von den niedereren Ebenen, und das ist weder besser noch schlechter, sondern es ist einfach geringer in der Schwingung, von den niederen Ebenen in höher schwingende Ebenen hineinzukommen. Robin, du hast es gerade gesagt, es gibt niedrig schwingende Räume und höher schwingende Räume. Das heißt auch irgendwo, finde ich, dass diese ganze Schöpfung irgendwo hierarchisch aufgebaut ist. Und wir haben einen sehr, sehr dichten Raum und sehr, sehr feinstoffliche Räume. Und häufig neigt der Mensch dazu, diese Dinge zu bewerten. Wie würdest du aus deiner Sicht die Idee sehen, dass zum Beispiel auch das, was wir als böse bezeichnen, eher sehr in diesen dichten Räumen ist? Und wie siehst du das in Bezug auf die gesamte Schöpfung? Hat das seine Rolle oder ist das einfach wirklich
abgetrennt von der Schöpfung und man müsste das bekämpfen oder so. Ja, das ist natürlich eine immerwährende Frage in der Dualität, dass man sich fragt, was ist eigentlich dieser abgetrennte Teil, der sich da im Zwielicht bewegt? Und letztlich ist wirklich alles nur eine Erfahrung. Also im gesamten Frequenzspektrum, vom höchsten göttlichen Einheitszustand bis zum größten Vergessenheitszustand, dem größten Getrenntheitszustand, ist alles einfach nur eine Erfahrung. Und es passiert nichts. Also das heißt, es geht nichts verloren, es geht nichts kaputt. Wesen, die sich selbst ganz, ganz, ganz tief in die Dunkelheit fallen lassen, ganz tief vergessen, sind trotzdem im Kern das, was sie in Wahrheit sind. Also das heißt, solange ein Bewusstsein existiert, hat es auch einen inneren Zugang zum göttlichen All-Eins-Feld. Und innerhalb der Dualität ist es tatsächlich so, dass der eine Pol den anderen bedingt und umgekehrt. Also es gibt sozusagen eine Form der Dunkelheit in der Dualität, der das Licht der Dualität bedingt. Ne? Und hier ist es so, auf der dualen, relativen Ebene, dass es die niedrig schwingenden Ebenen braucht, um einen Weg in die höher schwingenden Ebenen zu zeigen. Also wir lernen quasi das, was wir wollen, darüber, dass wir das erfahren, was wir nicht wollen. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein Licht jenseits der Dualität. Dieses Licht hat aber nichts mehr mit Licht und Schatten zu tun. Und da ist es dann so, dass jede Dunkelheit oder jede tiefere Schwingung eigentlich aufgelöst ist. Und wenn wir dort angedockt sind, dann werden wir mitbekommen, dass es eigentlich nur ein Bewusstsein gibt und dass auch die tief schwingendsten Erlebnisformen, durch die wir durchwandern können, immer noch göttlicher Natur sind. Also es gibt aus dem höheren Bewusstsein heraus gibt es nichts als Gott. Überall, in allen Formen. Auch das Dunkelste, auch das Niedrigste ist ein Teil von Gott. So, und das können wir aber nur erfahren in den höheren Räumen. In den niedrigeren Räumen scheint es so zu sein, als ob es Formen gibt, die abgetrennt vom göttlichen Feld leben können. Oder als ob quasi meine Existenz außerhalb des göttlichen Feldes sich bewegt. Das ist die Illusion, in die wir hineinfallen, wenn wir uns selbst vergessen und unseren wahren Wesenskern verleugnen. Und ja, dieses Spiel können wir lange spielen und viele Menschen haben immer noch Freude auch an diesem Spiel. Und es ist absolut legitim. Also das Göttliche gibt ja nicht vor, als was du dich erfahren sollst. Es sagt ja nicht, du darfst dich so erfahren oder du darfst dich nur in den hochschwingenden Weisen erfahren, nicht in den niedrigschwingenden. Nein, das Göttliche liebt alles gleichermaßen. Es liebt sich selbst in der Trennung zu erfahren und es liebt sich selbst genauso sehr in der Allverbundenheit zu erfahren. Das Göttliche kennt da keine Hierarchie in der Art, wie wir es übersetzen, durch unsere Art des Erlebens. Und gleichzeitig ist es so, dass es wie ein Rückruf gibt, also ein Ruf der göttlichen Kraft zur Wiedervereinigung. Und alle Wesen, die tief in sich schauen, die sich mit ihrem Herzen verbinden, die hören in einer gewissen Weise diesen Ruf als innerer Widerhall. Als, okay, ich habe irgendwie hier den Pfad verloren, I lost my track, ich bin off-road, ich bin irgendwie auf Wegen wandelnd, die nicht meiner wahren Essenz entsprechen und es braucht irgendwie einen Weg zurück. Das Problem ist, dass wir so tief in die Vergessenheit gesunken sind, dass wir nicht einmal die Hinweisschilder auf den Rückweg klar erkennen. Also das Leben gibt uns ja die ganze Zeit Hinweise. Hey, komm zurück auf deinen Weg. Ne? Hier, das ist der nächste Schritt auf deinem Weg. Aber durch unsere Blindheit sind wir so sehr umherirrend, dass wir diese Hinweise von der Seelenebene nicht mehr klar wahrnehmen können, nicht mehr als unsere eigenen Hinweise erkennen können. Und dann ist es halt so ein Gelebsel, so ein vor sich hin Leben, was letztlich auch, also was nicht mehr im Strom des höheren Bewusstseins geschieht. So. Und
das ist gerade gegenwärtig im Zeitfenster auf dieser Erde nicht mehr ganz so möglich, wie es einmal möglich gewesen ist, weil quasi der ganze Schwingungsraum der Erde sich erhebt in die höheren Ebenen und jeder quasi massiv damit konfrontiert wird, sobald er auch nur einen Schritt aus dem Weg der Bestimmung rausfällt. Es ist ein super, super spannendes Thema und ich glaube, viele Fragen kreisen auch darum, warum muss das alles geschehen, warum gibt es das alles? Und ich denke vielleicht, dass wir ein bisschen noch darüber reden können, weil du hast da so schöne Sachen gesagt über die Entstehung und vielleicht steigen wir mal mit Luzifer ein, also dass Luzifer sich abgetrennt hat und dann diesen Raum beherrscht und die Dualität beherrscht. Und Luzifer, sagtest du, fühlt sich als Gott der Dualität und beherrscht sozusagen die ersten 6 Dimensionen. Also du sprichst von 12 Dimensionen. Das ist ja auch etwas, was man häufig nachlesen kann. Es gibt 12 Dimensionen. Wir sind hier gerade in der 3. Dimension. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Dimensionssprung zu machen. Aber du hast auch gesagt, wir können auch die Dimension erst sozusagen zurückgehen oder eine eher zweidimensionale Erfahrung machen. Aber kommen wir kurz zurück. Dieser Ursprung der Dualität, das All 1 war, du sagst, das ist die Matrix 0, du nennst es 1, Matrix 1. Und dann wurde die zweite Matrix geschaffen von Luzifer, die begrenzt war, aber trotzdem in der ersten stattfindet. Wie kannst du diesen Vorgang nochmal in deinen Worten beschreiben? Ja, also erst einmal, als Luzifer hat ja nicht irgendwie irgendwas gemacht. Er hat ja einen göttlichen Auftrag bekommen. Das heißt, er hat etwas umgesetzt, wo das Göttliche gewollt hat, dass es geschieht, sonst wäre es nicht geschehen. Luzifer war eines der treuesten Diener, also sozusagen war immer an der rechten Seite am Thron Gottes, war immer da, war eines der höchsten Abgesandten aus der Engelshierarchie. Also das heißt, die höchste Schöpfungsebene, dort war er immer mit präsent. Und er war eine der liebevollsten, kraftvollsten Wesenheiten von denen. Und es war tatsächlich so, dass es wie ein Wunsch in der Schöpfung gegeben hat, Lebensformen auszubilden, die einen freien Willen bekommen. Und der freie Wille wurde in diesem Universum darüber ermöglicht, dass wir Existenzformen ausbilden können, die sozusagen von der Schwingung abweichen vom göttlichen Feld. Also das heißt, es ist eine ganz besondere Form der Freiheit, die wir hier wählen können, nämlich dass wir entscheiden können, als was wir uns erfahren. Also wenn es nur das göttliche Feld geben würde, dann würde es in dem Sinne nicht die Freiheit geben, die wir kennen. Aber weil wir so sehr in den Erfahrungswunsch von Freiheit und Abenteuer reingestürzt sind, hat das Göttliche sich gedacht, okay, wenn wir das so erleben wollen, wenn ich mich in der Vielheit erleben möchte, dann muss ich Distanz zu mir selbst aufbauen. Und das wurde gemacht über Spiegelungsebenen. Unser Bewusstsein ist der Spiegel des Göttlichen. Und wir sind sozusagen wie eine Reflexion des göttlichen Bewusstseins im Trennungszustand. Das Göttliche erfährt sich durch uns. Und wir können jetzt unseren Spiegel säubern, unseren Spiegel reinigen, weil momentan reflektiert sich das Göttliche noch unbewusst in uns. Wir kriegen ja nicht mit, dass wir eine Selbsterfahrung des göttlichen Körpers sind. Zumindest nicht immer ständig. Wenn wir aber komplett uns reinigen, innerlich, im Bewusstsein, die Gedanken, die Emotionen, alles reinhalten, alles vervollkommnen, dann säubern wir wie den inneren Spiegel. Und dann kann sich durch unsere Existenz das göttliche Bewusstsein spiegeln. Und das ist der Vervollkommnungsweg, in dem jeder Mensch ist, der sagt, okay, ich möchte nichts mehr getrennt vom göttlichen Bewusstsein, ich möchte nichts mehr mit meinem eigenen Willen, sondern ich übergebe mich ganz dem großen Geist und ich lebe ganz in einem Leben, das allen Lebensformen dienen soll.
Das ist ein herrliches Bild mit dem Spiegel. Ich finde das wunderbar. Wenn ich mir so vorstelle, der ganze Himmel ist sozusagen ein Spiegelbild und da ist alles vollkommen. Und da sind wir auch vollkommen. Und wir sind hier und können uns dem annähern. Und dann irgendwann haben wir es geschafft und dann verschmelzt man sozusagen. Ja, das ist so, da habe ich irgendwie ganz früher auch mal gedacht, das ist so echt eine coole Nummer, wenn wir das schaffen, hier in der Materie zu verschmelzen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wirklich beides zu erleben. Einerseits ist man halt hier in dem materiellen, in dem physischen Körper und andererseits hat man halt die vollkommene Anbindung und verschmilzt sozusagen mit seinem eigenen höheren Ich. Das ist eine unglaubliche Nummer. Das ist wirklich auch einmalig im Kosmos, dass wir in so einer großen Zerteilung, in so einer großen Vielheit es schaffen, den Einheitszustand reinzubringen. Also die Schöpfung wollte mit dem irdischen Erfahrungsraum die größtmögliche Vielheit erschaffen, um dann den Einheitszustand auch dort reinzuladen. Ne, wenn wir es hier schaffen, im Einheitsbewusstsein zu sein, dann schaffen wir es überall in der Schöpfung auch. Ne, weil hier ist sozusagen der weitest entfernteste Punkt schwingungsmäßig. Und wenn wir es schaffen, in der Vielheit die Einheit zu erleben, dann haben wir die zwei dualen Pole zusammengebracht und sind jenseits der Spiegelungsebene. Ja, kann man sagen, auch ein gutes Trainingslager, wo wir hier gerade sind. Ne? Absolut. Ja. Ja, und dann kommt noch eine Nummer hinzu, dass dann die dritte Matrix kam, das Satanische. Wie kam das hier zustande? Und da sind wir jetzt auch gerade drin. Und das ist ja gerade dabei, sich aufzulösen. Du hast gesagt, mit der ganzen Gewalt, mit der Zerstörung, mit diesem Brutalen, das ist ja das Luziferische, ist das ja gar nicht so. Wie kam dann nochmal das hinzu? Was haben wir uns da nochmal bei gedacht? Also wollen wir nochmal eine Nummer tiefer rein und nochmal begrenzt sein? Ja, also erst einmal nochmal das göttliche Bewusstsein oder auch die Seele, sie macht keinen Unterschied, je nachdem, was für Schwingungen wir durchlaufen. Wir sind die Entscheidungsträger. Die höheren Ebenen geben uns nur die Energie, mit denen wir in unserem Leben handhaben, die wir quasi übersetzen, je nachdem, was für Entscheidungen wir treffen. Und jetzt ist es so, dass wir halt wirklich versucht haben, die größtmöglichste Distanz zum Göttlichen aufzubauen. Das ist zum Teil auch in der seelischen Agenda mit drin, dass wir versucht haben, was ist eigentlich die größtmöglichste Zerteilung des alleinen Bewusstseins? Was finden wir dort? Was finden wir in der kleinsten Einheit? Also wir sind wirklich wie ein Bewusstseinsforscher, der in die kleinsten kleinen Aspekte des Allgeistes reingeht und diese in ganz großer Form wie unter der Lupe betrachtet. Ich habe immer wieder dieses Bild bekommen, dass wir auf der Erde uns mit mikrokosmischen Bewusstseinselementen beschäftigen. Und diese Elemente sind so klein, die würden wir gar nicht mitkriegen, wenn wir in einem höheren Bewusstsein wären. Aber wir zoomen quasi ran in den Allgeist, in eine ganz bestimmte Facette und erleben die als unsere Welt. Also das, was wir unter dem Mikroskop im Bewusstsein anschauen, das projizieren wir dann auf die Leinwand unserer Welt und dann erscheint es uns ganz groß, obwohl es in Wirklichkeit in einem höheren Bewusstsein nur mikroskopisch klein ist. Ja, das ist witzig. Meine Tochter hat letztens haben wir ein Buch gelesen, hat die gesagt, ich will in das Buch rein, ich will in das Buch rein. Ja. Als ob man so denkt, ich will da rein. Also wir wollen da richtig rein. Ich finde, dass wenn man sich das so überlegt, das ist auch logisch, dass man wirklich mal, wenn diese ganze Trennung vonstatten geht, dass man wirklich zum tiefsten Punkt will, richtig rein. Also wir wollen wirklich alles erfahren. Und das Lustige ist ja, dass je tiefer wir reingehen, dass wir irgendwann wieder rauskommen. Es gibt ja, also wir gehen ja quasi nicht, wenn wir ganz tief drin sind, den gleichen Rückweg, sondern am tiefsten Punkt öffnet sich auf einmal ein Portal zum höchsten Punkt, weil ja die Pole, die Dualitätspole, nicht, wie es scheint, in der Linearität weit voneinander entfernt sind, sondern es ist ja ein Kreislauf. Und wenn wir am weitesten weg sind, sind wir gleichzeitig auch wieder am dichtesten dran. Wir sind ja wirklich in Kreislaufstrukturen. Und so können wir
quasi vom tiefsten Punkt. Und das ist im Gefühl, so dieses Gefühl von absoluter Aufgabe, absoluter Hilflosigkeit, absoluter Ohnmacht. So von diesem Punkt, da sind wir dem Göttlichen näher, als wenn wir glauben, wir machen unsere Welt und wir erschaffen alles und wir sind die großen Helden unseres Traumes. Da sind wir weiter entfernt. Also das heißt, auch hier führt es uns in den schwächsten Punkt, in die größtmögliche Aufgabe und Hingabe. Und wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, dann hebt es uns von diesem Tiefpunkt hoch in das göttliche Bewusstsein. Ja, das ist spannend. Das haben die meisten von uns ja auch irgendwo mal erlebt, dass wir überhaupt erst auf diesen Weg gekommen sind durch so einen Schicksalsschlag, durch so einen Tag überhaupt. Also ich hatte auch im Dezember 2011 so einen düsteren Tag, den ich mich immer wieder erinnere, der mich echt verbindet, weil der Tag war der Grund für eine komplette Lebensänderung. Ich dachte, das ist echt so etwas, das brauchst du eigentlich nicht und jetzt geht's zurück, sozusagen. Ne? Ja. Aber das ist auch interessant, wie du sagst, dass man das in dem Punkt hat, das kann man auch wieder vergessen und wieder sozusagen in das ganz Normale hineingehen. Also man könnte ja theoretisch dann auch wieder, das passiert ja auch vielen, die haben dann mal sowas, so ein Erlebnis, so ein Erweckungsmoment und dann irgendwann doch wieder, ach nee, war ja doch nicht so wichtig, ich mache nochmal normalen Trott weiter so. Ne? Aber dann sind sie einfach nicht tief genug reingekommen. Wer wirklich auf dem Bodensatz der Realität richtig, also wenn der Arsch richtig auf Grundeis geht, möchte ich sagen, so, wenn es wirklich den Boden küsst, dann geht es nicht anders, als dass sich dort das göttliche Bewusstsein zeigt. Ne? Ja. Das ist immer, wenn du den Becher ausgetrunken hast, dann ist am Boden immer das eine. So. Und es ist egal, du kannst nicht drumrum. Du musst den Becher der Existenz austrinken, musst bis auf den Grund der Dualität sinken, beide Pole in den Extremen erfahren, manchmal auch im schnellen Wechsel, um irgendwann mitzubekommen, okay, I'm out of this. Schöne Erfahrung und gleichzeitig es steigt aus. Und dann wird es spannend, weil dann der Weg beginnt. Wir dann die Rückerinnerung kriegen und dann wirklich sich Aspekte in uns wieder aktivieren, die wir lange, lange Zeit vergessen haben. Und das ist auch ein tolles Thema. Du hast es gerade gesagt, weil dann der Weg beginnt. Ich habe ja hier das Buch, das du vorhin gesehen, die Panorhythmie. Das ist ein spiritueller Tanz von Peter Dünhoff. Und der beginnt erst mit dem Erwachen. Also der Tanz hat über 30 Formen. Und die sind alle sozusagen von dem Erwachen bis zur Vereinigung mit dem Göttlichen. Und ich finde das so spannend, dass das dann erst beginnt. Und du hast gerade gesagt, dann beginnt der Weg, wenn wir dann halt wirklich uns entschieden haben. Und was auf dem Weg dann noch alles kommt, das ist unglaublich. Kommen wir mal kurz hier zurück auf die Ebene, wo wir hier gerade sind. Jetzt gerade hier 2022 in Deutschland. Wenn wir jetzt, und es machen ja viele, du hast es auch mitgekriegt, du triffst ja auch viele Menschen, die wirklich zurück wollen. Mhm. Wie siehst du jetzt gerade so dieses Energiefeld hier in Deutschland, vor allem die Menschen, die du real triffst um dich herum? Gibt es da jetzt viele, die wirklich zurück wollen? Was sind das so für Menschen? Sind die eher jung? Sind die eher alt? Was sind so deine Erfahrungen aus dem letzten Jahr, wo du wirklich auch viele Menschen getroffen hast, die wahrhaftig den Weg zurücksuchen? Also erstmal muss ich feststellen, es ist ein ziemlich großes Chaos in der Welt. In dem Bewusstsein der Menschen herrscht ganz, ganz, ganz viel Verunsicherung. Es ist ganz viel existenzielle Themen, existenzielle Ängste, Verlustthemen, die gerade hochgespült werden. Es fühlt sich sehr danach an, als ob wie die haltgebenden Strukturen auseinanderbrechen. Und diejenigen, die nicht geankert sind, die nicht sich in sich schon wie die Mitte gefunden haben, die reißt es ganz schön mit gerade. Und ich sehe, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Population meiner Seminare anschaue, diejenigen, die schon etwas mehr durchblicken, das Ganze, sind meistens weiblich und über 50. Also ältere Frauen haben das ganze Spiel, ich muss es einfach mal so sagen, deutlich mehr geblickt als zum Beispiel jüngere Männer. Die sind alle noch auf dem
Ich weiß nicht, entweder Geldtrip oder auf den, ich muss irgendwie sozial akzeptiert sein. Also die sind, viele, viele, viele sind noch sehr im System, obwohl da auch ganz, ganz viel Potenzial ist, also in der jüngeren Generation. Aber die haben sich alle noch nicht ganz gefunden. Also die sind noch sehr in diesem Versuch und Irrtum und wir schauen überall mal rein, aber legen uns nirgendwo fest. Die, die wirklich den Weg gehen, da hat das weibliche Feld auch einen Vorteil, weil sie mehr mit der Intuition connected sind, weil sie die Dinge zum Teil ein bisschen weitsichtiger, gefühlvoller erleben und eher mitkriegen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und da muss ich sagen, ich bin etwas enttäuscht von der jüngeren Generation. Ich sehe wenig Menschen, die wirklich committed ihren Weg gehen. Also wer ist denn schon bereit, wirklich sein ganzes Leben, alles, was er tut, dem Göttlichen zu unterstellen? Nichts mehr anderes, nichts mehr Eigenes zu wollen, nichts mehr Eigenes zu brauchen, nichts mehr haben zu wollen, kein eigenes Verlangen, sondern wirklich alles konsequent, jeden Gedanken dem Göttlichen zu unterstellen. Wer ist bereit dazu? Ne? Es ist auch etwas, wo ich immer wieder also wo ich mitkriege, okay, ich hänge noch im Kollektivfeld, es zieht sich irgendwie auch immer zurück, aber ja, es ist einfach dieses Zeitfenster so offen für so viele Möglichkeiten. Und ja, ich denke, dass es die Seelen von den jüngeren Menschen irgendwann den Hebel umlegen und es eine kollektive Rückerinnerung geben wird. Also das braucht bloß mal ein, zwei solare Stürme, die für eine gewisse Zeit mal zum Beispiel den Technologiekomplex lahmlegen. Und dann gibt es eine Welle der Rückerinnerung. Ne? Es sind so, so viele ganz, ganz hohe Seelen hier, die früher schon inkarniert gewesen sind. Also das seelische Potenzial, was gegenwärtig auf der Erde inkarniert ist, ist massiv hoch. Man könnte wirklich sagen, dass die Besten aus allen Zeitaltern jetzt gerade wieder gegenwärtig hier inkarniert sind. Viele davon noch sehr off-road. Aber irgendwann wird die Seele das Licht anschalten und sagen, hey, du bist der und der und du bist hier für hier. Ja, also, und das wird eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn die Lichter angeknipst sind. Sie sind alle da, aber irgendwann wird der Schalter umgelegt. Ja, wunderbar. Da freue ich mich auch besonders drauf. Ich habe auch immer das Gefühl, wo sind sie alle? Aber ich treffe auch schon immer mehr. Interessanterweise waren auch einige, die vorher bei dir auf dem Seminar waren, später bei uns. Und es verbindet sich immer mehr. Es ist gefühlt so, als wäre so eine neue, sag ich mal, ein neues Energiefeld wäre schon da, eine neue Verbindungsmöglichkeit. Wo man denkt, ah, da und da und du kennst den und du kennst den. Und das ist gerade schon echt wunderbar, wobei natürlich sehr überschaubar. Noch für Deutschland ist ja 80 Millionen Leute. Da habe ich auch das Gefühl, da kann noch einiges kommen. Wird ja auch, ne? Ist ja auch klar. Aber vielleicht, ja, ich verstehe auch manchmal nicht, es gibt auch viele Leute, die dann so, jetzt zum Beispiel dieses C-Thema war jetzt groß, dann ist es nicht, dann lässt man sich wieder gehen, man wird wieder vielleicht ein bisschen träger. Also für mich ist immer eine große Motivation auch die Rolle, also die Rolle von Deutschland zum Beispiel oder die Rolle von Europa. Wir haben hier, also so denke ich mir das immer, ich motiviere mich auch immer selber weiterzugehen und so. Das ist ein Punkt, es geht hier nicht nur um uns, also ich bin nicht nur für mich hier. Ich habe was zu erledigen, was mehrere Leute betrifft, deswegen kann ich nicht einschlafen, nicht. Muss immer wieder anziehen und weitermachen. Wie siehst du das? Wie ist die Rolle zum Beispiel vom deutschsprachigen Raum? Ja, wir sind natürlich hier in einem sehr, ich möchte fast sagen, starken Druckgebiet, in einem Kessel, wo von allen Seiten irgendwie dran gezerrt wird. Es wurde immer wieder in der Geschichte probiert, das deutsche Feld von der Kultur und der Nationalität und dem kulturellen Erbe, dem kulturellen Wissen zu entfremden. Und da liegt natürlich auch eine gewisse Agenda dahinter. Also Europa als ein Pilotprojekt wirklich na, ich möchte sagen, die Stämme, die vorher dort angesiedelt gewesen sind,
von ihrer Kultur und ihrem Erbe zu entfernen, zu trennen und ein künstliches System drüber zu legen. Und ich sehe es nach wie vor so, dass aus Mitteleuropa ganz, ganz wesentliche Impulse für die weitere Entwicklung, vor allem auch spirituelle Entwicklung auf der Erde kommen wird. Also wir haben so viel Kraft, so viel unterdrücktes Potenzial. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Bewusstsein entsteht. Bewusstsein entsteht hier in diesem Bereich sehr stark immer unter Druck. Und wo ist gerade der Druck am höchsten? Ne? Wo versucht der Staat am meisten irgendwie aus den Menschen rauszusaugen? Das ist in den deutschen Landen so. Und da ist einfach, also je stärker ein künstliches System Druck ausübt, desto explosiver kann die Bewusstseinskraft dort werden. Und deswegen sehe ich das auch, also es ist alles genau richtig erstmal. Und wenn es hier losbricht, dann hat es einen Ripple-Effekt. Also das heißt, wir können wirklich hier eine Bewegung in Gang bringen, die überall Ableger findet. Und es beginnt natürlich bei uns. Es beginnt in der Bewegung, dass wir uns mit dem höheren Selbst, mit der Seele wieder ganz connecten, das Licht davon in unseren Körper laden und als, ne, ich möchte sagen, Beispiel vorangehen, als Inspiration für andere auch diesen Weg zu gehen. Und also ich sehe das, dass es wie im Kollektivfeld gab es immer wieder Bewegungen größerer und kleinerer Art. Ganz, ganz viele von diesen Bewegungen sind nicht vollendet. Sie haben nicht das letztendliche Ziel erreicht, sondern sie sind abgebrochen. Und diese Energie hängt im Feld. Du musst dir vorstellen, es gibt irgendwie, ich nehme mal den indischen Bereich heran, es gibt einen Lehrer. Der Lehrer baut ein energetisches Feld auf. Das Feld ist in den morphogenetischen Feldern abgespeichert. Da ist ganz, ganz viel Energie. Da ist die ganze Energie von den ganzen Menschen, die mit in diesem Feld drin sind. So, und wenn der Lehrer stirbt und keinen Nachfolger hat, dann ist das als Bewegung im Feld, als Energiepotenzial abgespeichert. So, aber es geht nicht mehr weiter, es stagniert. Und wir haben hier in den deutschen Landen ein Christusfeld, was nicht vollendet wurde, was sozusagen als freies Potenzial da ist, aber was nicht weiter fließt, was nicht weiter strömt. Und da können wir einfach sehr leicht Energie in Bewegung bringen, weil so viel potenzielle Energie aus diesem Feld vorhanden ist, völlig unterdrückt, völlig verdreht und dennoch eine Form von Energie. Wir müssen einfach nur lernen, die Vorzeichen umzudrehen. Ne? Also diese gesamte Angst- und Trennungsenergie ist ja erstmal im Wesen nur Energie. Und wenn wir es lernen, den inneren Alchemisten anzuschmeißen und die Vorzeichen umzudrehen, die Angstenergie umzukehren, ja, was glaubst du, wie schnell da ein höherer Strom einer Bewegung in Gang kommt? Und das sehe ich auch irgendwann kommen, dass wenn diese Strukturen hier auseinanderfallen, dass überall in den deutschen Landen Bewegungen losgetreten werden von autarkem Leben, von etwas, wo man sich nur noch in die Augen schaut und sieht, okay, du bist in dem Strom drin, so du folgst dem auch, du hast die gleiche Stimme in dir, der ich auch folge im Höheren. Also wir treffen uns wirklich in einem Bewusstsein und gut, ich nenne es jetzt Christusbewusstsein. Es hat nichts mit Kirche oder dergleichen zu tun. Im Gegenteil, dadurch wird es ja unterdrückt. Aber durch die Unterdrückung kommt es halt dann in massiv geballter Form dann wieder zum Vorschein, wenn wir einmal durchbrechen. Ja, es ist wunderbar. Also ich hoffe wirklich, dass wir bald durchbrechen. Und das Schöne ist ja, dass jeder was dafür tun kann, ne? Also wie jeder arbeiten kann, um diese Sache voranzutreiben. Ich finde das immer so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Niemand ist, also jeder ist wichtig.
der wirklich arbeitet. Absolut. Ich hoffe, dass uns das allen klar wird. Wir sind ja hier gerade um Christi Himmelfahrt, ist ja auch ein besonderer Tag, ne? Also wir haben ja sogar jedes Jahr diesen Feiertag und wir haben so viele Ereignisse. Lasst uns wirklich da arbeiten. Also Wahnsinn. Ja, du hast jetzt auch in einem deiner Videos die Rolle von anderen Ländern angesprochen, unter anderem Russland und China. Und es gibt ja schon so die irgendwo tief verankerte deutsch-russische Freundschaft, die mit den Veden auch verknüpft ist, mit dem vedischen Strom, wie du es gesagt hast, mit der Bewegung. Was ist da dran? Also jetzt gerade, wo unsere russischen Freunde auch gerade hier in Deutschland echt teilweise angegangen werden, ich denke, jetzt ist es echt wichtig, die Sache da hochzuhalten. Was können wir alle da tun? Ja, also erst einmal ist es wichtig mitzubekommen, dass wir auf dieser geopolitischen Ebene nicht souverän sind, dass wir immer noch einem angloamerikanischen Brainwash unterliegen, dass ja, wir eigentlich wie eine Kolonie des amerikanischen Herrschaftssystems sind hier in Deutschland. Und das ist von dem aus, also können wir auf der politischen Ebene nicht von einem neutralen Ort einfach ausgehen. Da müssen wir schauen, wie wir wirklich tiefer uns mit unseren urgermanischen und vetrussischen, das sind ja zwei Kulturstämme, die ursprünglich sehr dicht beieinander aneinander gelebt haben. Sie tragen beides Urwissen mit in sich, in ihrer Kultur. Wir sind tatsächlich noch mehr entfremdet. Also das russische Feld ist noch näher an den Ursprüngen. Wir haben uns da ein bisschen weiter rausziehen lassen und dementsprechend kann durch diese Verbindung zum vetrussischen Feld wieder ganz, ganz viel reaktiviert werden. Ganz viele Erinnerungen können kommen an unser eigenes Erbe, an unsere eigene Kultur. Und ja, also ich sehe es kommen, dass wir in eine Zeit reinfinden, wo wirklich, also dieses System, das Geldsystem, all das sich komplett auflöst. Und es wieder, also der Mensch wieder in Bewegung kommt, es wieder große Wanderkolonnen gibt. Also das heißt, dieses System, in dem wir leben, kann nur durch, naja, es fing an mit Ackerbau und Viehzucht und dass wir einfach an einen Wohnsitz gehaftet, geklebt worden sind. Ne? Es ist ja so, wir sind ja nicht frei, wir sind ja in Wohnhaft. Wir sind ja in der Wohnung inhaftiert. Ne? Damit ein gewisses Staatsgebilde weiß, wo wir sind. Wenn wir die ganze Zeit in Bewegung wären, dann könnte dieser Staat in dieser Form nicht sein. Und ich sehe, wenn die ersten Strukturen brechen, dass ganz, ganz viel Bewegung wieder stattfindet, dass die Menschen wirklich wieder anfangen, also in größeren Gruppierungen zu pilgern. Und ich habe eine Vision gekriegt, dass es eine Zeit kommen wird auf der Erde, wo sowieso das ganze Hab und Gut auf einmal hops geht, die Menschen mitkriegen, okay, ich habe hier für eine Illusion gelebt und sich erstmal alles auflöst und sie alles zurücklassen und sie anfangen zu wandern, sie anfangen zu pilgern und sich in diesen Pilgerbewegungen miteinander zusammenschließen und sozusagen dem gleichen inneren Stern folgen. Und das wird sehr spannend, weil dann der Staat jede Form der Einflussnahme verliert, wenn wir wieder, ne, ich möchte sagen, Wanderer werden, wenn wir wieder umherziehen. Das entspricht dem ursprünglichen Sein viel mehr, als an einem Ort gebunden zu sein. Da sind wir schon in der Entfremdung drin. Und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Erinnerung an frühere Inkarnation und der mangelnden Bewegung. Dadurch, dass wir uns immer an einem Ort gebunden erfahren, kriegen wir nicht mit, wie viel wir schon erlebt haben, was die Seele schon früher als Verkörperung erlebt hat.
Und es war tatsächlich früher so, als wir umhergewandert sind als Menschen und nicht in Wohnhaft gewesen sind, dass uns unsere Seele natürlich an diese Orte rangeführt haben, wo wir frühere Inkarnationen erlebt haben. Wir sind quasi unseren eigenen Seelenweg auf der Erde nochmal abgewandert, sind genau zu den Orten in die Städte rein, wo wir früher inkarniert gewesen sind. Und dadurch kamen die ganzen Rückerinnerungen. Und jetzt sehe ich es kommen, dass wenn wir uns wieder auf Pilgerschaft bewegen, also wenn wir wirklich dieses Stagnierte an einem Ort sein aufgeben, dass wir dann über die physische Bewegung, über das Wandern von der Seele an die Orte geführt werden, wo wir mal waren und so immer mehr Rückerinnerungen kommen. Und das ist eine Art, wie der Übergang stattfinden wird. Also es wird nicht, dieses stationäre Gebundene wird sich immer mehr auflösen. Die Menschen, die dem Spirit folgen, die im Strom ihrer Seele sind, werden sich in Bewegung halten die ganze Zeit. Und dadurch wird es auch eine ganz, ja, also wir werden einfach keine Angriffsfläche haben für das System, wenn wir die ganze Zeit in Bewegung sind. Und ja, das sehe ich kommen in der Übergangsphase. Ja, es ist, finde ich, sehr, sehr schönes Bild und auch sehr wichtig, dass wir uns die Sachen vorstellen. Vor allem auch, damit wir die Angst verlieren, wenn das dann alles mal passiert. Also, es ist ja so, dass viele Menschen wirklich denken, dann bricht alles zusammen. Also, dann müsste man sterben plötzlich und man könnte gar nicht mehr klarkommen. Aber wenn man irgendwo dieses Bild in sich trägt, dass das eigentlich der Beginn etwas Wunderbarem ist, etwas Neuem, wo alle unterwegs sind, und wenn man das dann aus der Vogelperspektive sieht, wie herrlich das sein kann, dann können wir jetzt die Angst verlieren und wir können ja sogar jetzt schon anfangen, Schritt für Schritt uns darauf vorzubereiten und auch diesen Weg schon zu gehen. Also es hindert theoretisch ja nichts daran, jetzt schon mal eine Wanderschaft zu machen, vielleicht den Jakobsweg zu gehen oder in Deutschland oder auch gemeinsam, dass man sich verbindet oder vor allem auch, dass man neue andere Leute trifft, wo man dann hinwandern kann oder wo man sich dann trifft. Und wir werden es ja eh dann begegnen alle. Also die, die jetzt schon so irgendwie verbunden sind, wir werden dann zu denselben Orten geführt und sehen uns dann. Das ist ja wirklich ein Fest. Andererseits natürlich drumherum wird es heftig. Also das ist klar, das sind beide Realitäten. Ne? Du sagst ja, auch die Zeitlinien trennen sich irgendwann. Also die eine Seite wird enorm leiden und die andere Seite geht sozusagen den Weg in die Freiheit. Also wie kann man das zusammenbringen? Ist ja unglaublich. Also ich glaube, dass wir uns wirklich jetzt schon emotional darauf vorbereiten sollten. Oder wie siehst du das? Also es wird ja echt ein Ereignis, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir werden schon vorbereitet. All das, was wir jetzt erleben, all das, was wir jetzt sprechen, sind immer wieder Hinweise auf bestimmte Szenarien, Vorbereitungen, wo wir vielleicht irgendwann drauf stoßen, wo wir hingeführt werden. Und wir können jetzt noch nicht wissen und wir brauchen es auch noch nicht zu wissen, wie es irgendwann sein wird, weil wir dann in einem ganz anderen Bewusstsein sein werden, ganz andere Fähigkeiten zur Verfügung haben, als wir es jetzt haben. Also wir brauchen es, ne, es braucht nicht mehr, als dass du weißt, was dein nächster Schritt ist. Du brauchst den übernächsten Schritt gar nicht zu wissen. Der nächste Schritt reicht aus. Und so können wir einfach Schritt für Schritt in der Seelenführung gehen. Und ich bin wirklich seit einiger Zeit ganz, ganz intensiv am Forschen, wie kann der Mensch sich wieder an sich selbst erinnern? Und ein Impuls, den ich bekommen habe in dem Zusammenhang, war, dass ich die Info durchbekommen habe, walking in your own shoes, geh in deinen eigenen Schuhen, versetze dich in die Fußstapfen deiner Seele. Das heißt, du gehst einen ganzen Tag auf Wanderschaft, aber du wanderst sozusagen nur symbolisch auf der Erde, weil du eine ganz bestimmte Inkarnation abwanderst. Stell dir vor, deine Seele würde dich eine Wanderschaft lang in den Fußstapfen einer früheren Inkarnation gehen lassen. Und dann geh. Geh einfach und bitte deine Seele, dich im Gehen in eine andere Inkarnation hineinzuführen. Und du wirst mitbekommen, also am besten ist, du läufst durch ein Gebiet, wo es keine Häuser gibt, wo es keine Zivilisation gibt, wo du nur in der Natur bist und wo dich nichts an das beginnende 21. Jahrhundert erinnert. Dann kannst du viel leichter die Zeiten wechseln, dann kannst du viel leichter in andere Identitäten rein. Und ja, wir sind
in dieser Identität Robin Kaiser Mensch auf Erden so sehr verhaftet, weil wir uns nicht mehr bewegen und weil wir sozusagen uns die ganze Zeit in künstlichen Räumen aufhalten, die uns daran erinnern, okay, es ist das Beginn der 21. Jahrhundert. Wenn du vielleicht warst du mal in Bereichen, wo es keine Häuser zu sehen gab, keine Zivilisation, nur reine, unberührte Natur. Du kannst viel leichter durch die Zeit reisen. Du kannst dich viel leichter an frühere Inkarnationen erinnern, weil sozusagen durch die Wahrnehmung nicht die ganze Zeit eingespielt bist. Du bist in diesem Zeitalter und das ist gerade präsent. Und so wurde mir... Also das wurde mir so durchgegeben, ich habe es immer wieder auch partiell getestet, es geht sehr gut, einfach mal 3, 4 Stunden, 5 Stunden, einen ganzen Tag durch unberührte Natur gehen, am besten irgendwo auch, wo dir keine Menschen begegnen und dann bitte deine Seele, dass du sozusagen in den Schuhen eines vergangenen Lebens gehst und über die Zeit werden einfach Erinnerungen kommen und dann wirst du, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wirst du dich ganz, ganz tief an deine seelische Vergangenheit, Geschichte erinnern und es wird einfach immer klarer, dass du ein universelles, geistig-göttliches Wesen bist, was sich so oft schon verkörpert hat, was alles bereits erfahren hat, dass du so viel bereits kennst und so viele Fähigkeiten bereits hast und dann durchschreitest du einfach dieses begrenzte Bewusstsein, in das du gegenwärtig inkarniert bist. Schön. Ja, schön, dass du auch gesagt hast, Schritt für Schritt. Wir neigen ja häufig dazu, uns immer so ein großes Bild mit dem Verstand auszumalen und selber da zu ersticken und nicht mehr zu wissen, wo vorne hinten ist, was der nächste Schritt ist. Ja, zu dem, was du sagst, ich hatte diesen starken Satz auch vor einiger Zeit so bekommen oder im Kopf, ich werde wieder der, der ich bin. Mhm. Das war so richtig präsent und das ist ja genau das, ne? Wir öffnen uns, wieder der zu werden, der wir sind. Mhm. Im Ursprung. Exakt. Das ist, ist eine wunderbare Sache. Mhm. Also, jetzt sind wir hier im 21. Jahrhundert dennoch irgendwo drin und machen das Beste draus. passen auf, dass wir nicht zu sehr abgelenkt werden. Ja, ich finde das toll mit der Natur, dass wir wirklich rausgehen. Also, vielleicht noch mal ein paar ganz praktische Sachen auch, weil wir haben ja jetzt wieder enorm viele Dinge im Außen, die uns Angst machen können, die uns ablenken können. Wie sieht eigentlich so bei dir, sag ich mal, wie sieht so dein Tag aus, wenn du mal jetzt Zeit hast? Also du bist natürlich auch auf dem Laufenden und so und du guckst dir ein paar Sachen wahrscheinlich an, aber wenn du jetzt einfach mal so Zeit hast, vielleicht ist das auch mal inspirierend für andere. Was macht Robin Kaiser, wenn er einen freien Tag hat? Also tatsächlich gucke ich mir gar nicht so viel an. Also wie fing mein Tag heute an? Ich bin um 0.04 Uhr aufgestanden. Dann habe ich einen Text geschrieben, beziehungsweise ich bin in ein anderes Bewusstsein rein und habe einen Text empfangen heute bis um 3:30 ungefähr. So in der Zeit habe ich geschrieben und meditiert. Dann bin ich in meine Pyramide. Ich habe so eine Kupferpyramide, worunter ich schlafe. Das schützt den Schlaf ein bisschen. Dann habe ich dort weiter meditiert. Mein Geist war sehr, sehr in anderen Bereichen unterwegs. Dann bin ich noch ein bisschen eingeschlafen. Irgendwann gegen 7 wieder aufgewacht. Und dann habe ich nachgefragt, was jetzt gerade dran ist. Also ich gehe wirklich nicht mit einem vorgefertigten Plan an den Tag ran, sondern ich gehe wirklich in dem, wie kann ich gerade zu Diensten sein? Und meistens kommt es dann wieder ganz anders, als ich geplant habe. Wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, dann kommen Sachen dazwischen. Heute hat mich jemand angerufen und es sind einfach... Also es sind so viele Dinge, die geschehen, wo ich das Gefühl habe, okay, ich werde hier eingesetzt. Ich habe hier einfach gerade einen Auftrag zu erfüllen. Und
Ich habe nichts an, also das Einzige, was ich machen soll, ist keinen Widerstand zu leisten, sondern einfach nur der Führung zu vertrauen und die Worte auszusprechen, die einfach gerade kommen. Also es wird immer mehr in das, dass ich einfach nur Sprachrohr für etwas bin, dass wenn ich mit Menschen bin, dass ich mich mit der Seelenebene connecte und so, sozusagen Botschaften aus der Seelenebene für den anderen ausspreche, ohne dass ich das so meistens kenntlich mache, manchmal schon. Ansonsten, ich mache tatsächlich viel Sport. Ich muss ganz, ganz, ganz viel tun, um hier auf der Erde zu bleiben, sonst würde ich wirklich sehr weit rausgehen. Jetzt gerade ist es so, dass ich jeden Tag in meinen Garten gehe, mir einen Smoothie pflücke. So, das ist so erstmal so ein Gang durch den Garten, mir aus dem Garten die Sachen zusammenpflücke für meinen Smoothie. Das mache ich morgens. Ja, ich brauche viel Bewegung, viel, viel körperlich, auch anstrengende Sachen, sonst fliege ich weg. Also es muss wirklich, ich bin ein sehr luftiges Element, ich brauche ganz, ganz viel Erde, um das auszugleichen. Ja, ich bin viel mit meinen Texten, viel mit den Sachen, die ich nachts durchbekomme. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Partnerin, so gesegnet, dass ich da jemand an der Seite habe, die so, so tief in den Sachen schon drin ist und mir so viel zeigen kann, ich so viel lernen darf in diesem Miteinander. Ja, es ist. Also ich kann gar nicht genau sagen, wann ich wie wo was mache. Ich tauche manchmal auf und dann tauche ich wieder ab. Und ich kriege auch mit, dass einige Menschen mich immer wieder versuchen zu kontaktieren und manchmal bin ich auch schwer zu greifen. Und ich muss mich in dem Moment jetzt hier gerade nochmal entschuldigen bei all den Menschen, die irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ich kann nicht mit jedem persönlich in Kontakt treten. Das ist einfach too much. Ich würde gerne überall helfen und es geht einfach zeitlich nicht. Ne? Es gab eine Zeit lang, wo ich meine Handynummer auf der Homepage gehabt habe, öffentlich sichtbar, und ich war einfach nur noch am Handy gehangen. Ich fand, es haben nur noch ständig Leute angerufen und ich krieg es einfach nicht mehr hin. So, und deswegen versuche ich, das Ganze zu organisieren, zu strukturieren, dass ich Angebote schaffe, dass ich die Menschen zusammenrufe. Und ja, es ist so bei mir, dass ich mitbekomme, okay, ich bin in einem göttlichen Dienst. Aber die Rolle des Dienstes, des Mittlers hier, ist eigentlich untergeordnet unter dem, dass ich selber wachse. Also das heißt, mein eigenes spirituelles Wachstum, meine eigene Bewusstseinsweiterentwicklung ist höher gerankt, höher geordnet als die Rolle, dass ich sozusagen Mittler bin. Weil das eine, das ist irgendwie eine temporäre Rolle hier auf Erden. Das nehme ich an, um bestimmte Erfahrungsaspekte aus anderen Ebenen hier wieder reinzubringen, Sachen zu übersetzen. Das geht aber irgendwann wieder. Ne? Das heißt, meine Rolle als spiritueller Mittler, möchte ich sagen, ist nur partiell. Das bin ich nicht. Das ist eine Rolle, die ich hier einnehme. Das, was ich bin, hat viel mehr Seiten, viel mehr Aspekte. Und die Menschen lernen mich ja auch immer nur von einer Seite kennen. Es gibt ja auch noch einen Mensch hinter dem, der massiv mit seinen eigenen Themen konfrontiert ist. So. Also ich durchlebe ja auch immer das, was ich dann auch lehre. Es ist immer das gleiche Moment, dass ich irgendwie eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Transformation mache und im nächsten Moment setzt mich das Leben dort ein, um anderen das zu schenken, durch was ich gerade durch bin. Aber ihr könnt nicht glauben, dass ich irgendwie schon fertig wäre oder dass ich nicht mit den gleichen Themen konfrontiert bin, die
gerade einfach so massiv auch im Feld sind. Also das heißt, ich weine sehr viel. Es ist wirklich, es fließt ganz, ganz, ganz viel ab. Ich habe ganz viel, wo ich mitbekomme, dass ich Menschen Unrecht getan habe, wo ich in Reue gehe, wo ich mitbekomme, einfach wo ich noch irgendwie ja, lieblos gehandelt habe, wo ich irgendwas gewollt habe und dadurch in diesen Mustern von Kontrolle oder Manipulation drin gewesen bin. Und ich bin einfach konsequent in dem Beobachter, das alles zu identifizieren und aufzulösen, weil ich möchte nichts mehr anderes als zu lieben, ja. Und das ist einfach, es ist so ein hohes Ziel und ich muss in jedem Moment darauf achten, dass meine Gedanken und alles in mir diesem Ziel entsprechen. Und das ist einfach, ja, etwas, da würde ich alleine aus mir heraus auch nicht so weit gekommen sein. Ich hatte mein Leben lang unterstützende Kräfte, ich hatte Lehrer. Ich habe jetzt meine Partnerin, die mich massiv auf diesem Weg beschleunigt und die mir sofort zeigt, sobald etwas lieblos gewesen ist, sobald etwas wieder in den alten Mustern gewesen ist. Also das heißt, ich bin ja irgendwo auch ein Schüler des Lebens und einfach offen und bereit, mir in jedem Moment zeigen zu lassen, dass ich falsch gelegen habe und dass die Wirklichkeit noch tiefer und noch wahrhaftiger und noch liebender ist als das, was ich gerade durch mein Denken erfahre. Vielen Dank, Robin, für die ehrlichen Worte, für den Einblick. Ja, es ist, wir sind alle irgendwo im selben Boot, ne? Und ich finde es sehr, sehr, sehr schön, dass du das so gesagt hast. Mhm. Es ist auch gut, dass wir da alle, ja, manchmal denkt man halt andere Sachen, und du stehst auch gerade in der Öffentlichkeit und du hast ja auch schon so ein schönes mystisches Bild von dir präsentiert, das ist super. Es ist schön auch ja, zu sehen, also gerade was du auch sagst, diese ganze Verarbeitung von den Sachen, die man noch hat aus dem Leben. Ich merke das auch, diese Reue, die man hat, also das ist ein großer Punkt und dass einerseits diese Gefühlsebene, die mit einem arbeitet, andererseits natürlich auch der Körper, der hier in der Materie sitzt und der gepflegt werden will, du brauchst viel Bewegung und man muss was machen. Das ist etwas, was ich auch gerade spüre. Also mein Körper, der macht auch gerade, der schreit gerade nach zum Beispiel Laufen gehen. Ich habe lange keinen Sport gemacht und es ist schon spannend, wie wir hier auf der Welt wirklich auf allen Ebenen gefordert werden und absolut unglaublich. Ja. Und es will einfach nichts vernachlässigt werden. Also es geht wirklich um Integration von allen Ebenen. Und ja, die meisten bekommen natürlich nur sozusagen die Rolle mit, wo wir nach außen wirken, wo wir Vermittler sind. Aber da hängt ja eine ganze Geschichte dran, dass wir der werden konnten, der wir sind. Also da ist ja massiv viel Vorarbeit. Also dass ich heute so diese Worte aussprechen konnte, da war ich so oft am Boden gelegen, ich habe so oft den Boden geküsst und dachte mir so, ich will nicht mehr, ich habe genug, ich will hier nicht mehr auf der Erde sein, es ist also, wo bin ich hier gelandet, ich bin auf dem falschen Planeten, was soll das Ganze hier, also das ist so, 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 so oft, immer wieder, bis es sich reingewaschen hat, bis es immer mehr in Akzeptanz gegangen ist, bis es immer mehr in dem gegangen ist, okay, ich nehme das an, ich bin hier, ich habe eine Rolle hier, ich bin richtig an dem Ort, wo ich bin, weil ich mich hier reingesetzt habe, weil es meine Entscheidung war. Aber es war auch für mich wirklich es war kein einfacher Weg, aber ein sehr, sehr schöner, weil ich mitkriege, es wird von Mal zu Mal wahrhaftiger. Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und das können auch viele jetzt, oder wahrscheinlich wir alle, auf einer Ebene üben. Das Annehmen. Das Annehmen, was ist. Annehmen, wer wir sind. Uns selber annehmen. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns selber nicht annehmen, wenn wir das drumherum nicht annehmen, auch hier dieses Leben ist ja durchaus echt fordernd, dann kommen wir da nicht weiter. Ne? Und du hast gesagt, du hast am Boden gelegen und wir alle legen
oft irgendwie am Boden und also die, die jetzt wirklich diesen Weg gehen wollen und sich alles angucken. Und dann können wir es annehmen und dann wirklich diesen Stab annehmen auch, der uns übergeben wurde, irgendwie das Symbol. Ne? So, wenn man so einen Staffelstab läuft und wir haben irgendwie einen Stab bekommen und den nehmen wir an. Und ist das sogar. Den nehmen wir an und jetzt geht es weiter. Ne? Ja. Ja, wir haben als Menschen ein ganz, ganz großes kosmisches Erbe, was wir bereit sind, irgendwann anzutreten. Also das ist, da ist natürlich viel Verantwortung, aber auch eine massive Größe einfach, die wir mitbringen, weil ganz, ganz viel aus dem Kosmos gerade zuschaut, schaut, wie es hier weitergeht. Und das, was hier passiert, wird auch im Kosmischen große Wellen werfen. Also das heißt, wir tragen als Menschen ein ganz großes kosmisches Erbe auch mit, weil wir dieses Erfahrungsspiel, dieses Irdische schon so oft, ich möchte sagen, gegen die Wand gefahren haben, es so oft schon in Selbstzerstörung gemündet hat. Und wenn wir es jetzt schaffen, dann wird das in anderen Ebenen ganz, ganz große Wellen der Heilung und der Wiedervereinigung werfen. Ja, das ist sehr schön. Ich denke, mit diesen Ideen der Wiedervereinigung, der Heilung, der Zusammenführung können wir auch dieses Gespräch am Ende entgegengehen. Ja, vielen Dank, Robin. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt auch nochmal stärker, dass hier gerade enorm viel passiert und diese Bewegung, von der du gesprochen hast, da ist gerade wirklich so, ja, da ist viel Luft drin, da ist ein Aufbruch. Für mich persönlich war Ostern ein ganz besonderes Ereignis, wo ich echt nochmal was erlebt habe, wo ich dachte, wow, ich habe das schon in meinem Kopf irgendwie geahnt, aber das zu fühlen, das zu erleben, ist Wahnsinn. Und da wird so viel gearbeitet jetzt gerade, so viele Verbindungen und ich habe so das Gefühl, es ist so schön, jetzt dabei zu sein. Und ich kann jedem von den Menschen, wo du ja vorhin gesagt hast, es gibt so viele Seelen hier, die da sind. Ich kann jedem wirklich nur wünschen und irgendwie auch empfehlen, jetzt dabei zu sein. Weil das ist einfach so ein wunderbarer Moment. Es ist so wie so das Morgentau. Es ist so ganz am Anfang. Es ist so frisch und noch kennt man sich alle wirklich persönlich, wenn man so da rumfährt. Und es ist doch überschaubar. Und bald wird es so eine. So richtig groß, ne? Und jetzt ist das einfach, es ist Magie, es ist pure Magie, den Anfang miterleben zu dürfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und werde auch echt, werde auch nochmal in die Meditation gehen und versuchen, was ist zu tun jetzt gerade. Es ist schön, wie du deinen Tagesablauf gesagt hast, dass man wirklich so intuitiv auch arbeiten kann. Denn natürlich haben wir unsere Termine und unsere Sachen, aber sich auch so leiten zu lassen. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte sagen? Was kommt, was darf noch rauskommen? Es sind ja schon so viele Worte geflossen und viel wichtiger ist, dass wir jetzt das umsetzen, was wir bereits wissen. Und immer wieder neu damit beginnen. Du hast es gerade angesprochen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und wie würdest du handeln, wenn du das erste Mal etwas tust? Wie würdest du auf eine Situation schauen, wenn du keine Vergangenheit, keine Geschichte hast? Wie würdest du mit anderen Menschen umgehen, wenn du wirklich das Göttliche in ihnen siehst? So, und wie würdest du mit ihnen umgehen, wenn du wüsstest, du siehst ihn vielleicht das letzte Mal oder das erste Mal? Ne, dieses Ehrhaftige, dieses, dass wir uns wirklich sehen und erkennen. Und das ist tägliche Praxis. Und erinnern wir uns gegenseitig immer tiefer. Ja, wunderbar. Bringt auch so viel im alltäglichen Leben, wenn wir das machen, auch mit unserem Partner, mit unseren Freunden. Das ist nicht alles selbstverständlich, das ist wirklich, das ist schon was. Familie, alles. Absolut. Großes göttliches Geschenk, dass wir hier die Einheit in der Vielheit zelebrieren dürfen. In diesem Sinne, Robin, ich danke dir vielmals für deine Worte, für dein Sein, für dein Wirken hier. Und
Lasst uns aus der Liebe handeln, wie du so schön gesagt hast. Immer mehr, immer mehr. Danke. So sei es. Sehr gerne.